Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online, dem Spiel, wo wir mitten in der Kaiserstadt sind. Wo wir wahrscheinlich relativ, doll auf den Kopf kriegen werden, weil Kaiserstadt ist schwierig und so und Zeug und sehr gefährlich. Und ihr wisst das ja, das ist wahrscheinlich, weil das ist ja PvP-Gebiet, also sehr gefährlich. Na gut, wozu brauchst du meine Hilfe? Ihr habt Vorzüge, die ich nicht habe. Einfluss, Kontakte, Charisma. Was? Ihr seid eine fähige Kriegerin. Und ihr habt ganz offensichtlich nichts für die Daedra übrig. Wir haben gemeinsame Feinde, gemeinsame Ziele. So einfach ist das. Ja, aber vielleicht auch die gleiche Motivation. Na gut, die drei Banner. Macht ihr Witze? Oh, macht ihr nicht. Nein, ich schere mich nicht um derlei Grenzgebeide. Das ist total egal, wer hier was gewinnt. Euch ist es damit noch immer ernst, was? Ja, es ist mir gleich, wer die Stadt erobert. Ob die Belagerung nun 20 Tage oder 20 Jahrhunderte andauert. Es macht ohnehin keinen Unterschied, sobald Akatoshs Erbe hier eintrifft. Die alte Ordnung wird dann hinweggefegt. Und zwar restlos. Akatoshs Erbe... Der wurde noch nicht benannt, oder? Naja, also das ist ja... Wie wir alle. Doch das ist an dieser Stelle kaum von Belang. Konzentrieren wir uns zunächst auf die Daedra. Einverstanden? Ja, ja. Okay, so. Warte, hat er jetzt... Ja, Sandra hat treu gewartet, die ganze Zeit doof rumgestellt. Warte, ich muss ja kurz mal... Fürstin irgendwelche... Frostus irrt sich, was die Telvar-Steine angeht. Schaut sie nicht an, sonst fangen sie Feuer. Alles ist gefährlich. Keine Überraschung, wenn man je eines seiner... Ich schätze, man kann sie wohl Bücher bezeichnen, gelesen hat. Wenn sie eine Gefahr darstellen, dann sollten wir sie untersuchen, um zu erfahren, warum? Ich glaube, ich werde hier noch eine Weile mit Leuten reden. Das hieß ja, es gibt hier nicht so viel Story. Das heißt, ich muss die Story, die ich finde, muss ich auch mitnehmen. Was soll das ein Telvar-Stein? Ich habe noch nie was von welchen gehört. Ich sage jetzt nicht, das sind diese Steine, die hier auf der Schrank rumstehen, auf der komischen Bank, die sonst an jeder Ecke sind. Was soll das ein Telvar? Die Daedra schaben sie vom Weißgoldturm. Sie verfügen noch über die Macht aus jenen Tagen, als die Aileiden ihn erbauten. Und ich würde sagen, wir entfesseln diese Macht gegen die Daedra. Was haben die Daedra mit den Dingern vor? So wie bei jedem Buch von Phrastus von Elen hier gibt es da keinen klaren Zweck. Doch in den Steinen ruht eine besondere Macht. Ich glaube, mit ausreichender Forschung könnten wir mehr über die Bauart des Weißgoldturms erfahren. Wenn die Aileiden dazu fähig waren, warum sollten wir das nicht auch können? Naja, das Ding wurde wahrscheinlich mehr oder weniger mit so viel Magie errichtet, wie nur irgendwie möglich war. Ja, die Aileiden haben schreckliche Dinge getan. Die haben auch tolle Bauwerke gemacht, wenn sie nicht gerade irgendwelche Leute durchgeschlachtet haben. Ja, man könnte sich auf eine Handvoll negativer Aspekte konzentrieren und dabei tausende von magischen und nicht magischen Fortschritten völlig außer Acht lassen. Oder die Grundlagen der Zivilisation selbst missachten. Habt ihr mit Phrastus gesprochen? Ihr würdet euch hervorragend verstehen. Nicht wirklich, aber das habe ich vor. Hallo, Phrastus von Elenir. Achtet nicht auf das Zankweib von Tarnet. Sie wird behaupten, dass die Telvar-Steine der Schlüssel sind, um die Daedra wegzusperren. Warum fragt ihr die gute Fürstin Cinnabar nicht, wie viel sie plant, für jeden Schlüssel zu verlangen? Mehr als für ihre grauenhaften Bücher, würde ich wetten. Ja, erzähl doch mal was über diese komischen Telvar-Steine, von denen ich noch nie was in meinem Leben gehört habe. Splitter des Weißgoldturms. Die Aileiden, die ihn erbauten, konnten keinen eigenen Nullstein erschaffen. Also gaben sie sich mit Telvar zufrieden. Die Daedra, die die Kanalisation heimsuchen, hacken immerzu darauf ein. Wenn man es nur genug schwächt, dann macht es plopp und schlops. Und schon gibt es keinen Mundus mehr. Das ist ja toll. Spricht er über Himmelsscherben? Ein Anzeichen dafür, dass ihr mehr lesen solltet. Ja toll, danke. Das war eine super Antwort. Das meint ihr mit keinem Mundus mehr. Hack. So machen es die Daedra. Plopp! Weg ist der Weißgoldturm. Schlorps! Weg ist alles, was wir kennen. Wie ein Laib Käse, der durch ein Nadelöhr zurück ins Vergessen gequetscht wird. So würde ich es zumindest einem Kind erklären. Na, danke für deine Behandlung. Will er damit sagen, dass der Weißgoldturm der Anker für diese Welt ist und wenn der Weißgoldturm weg ist, verschwindet die Welt? Oder was? Bringt sie her! Sobald die Daedra aus der Stadt vertrieben worden sind, nutzen wir unsere angesammelten Telvar-Steine, um die angerichteten Schäden zu beheben. Außer Cinnabar bekommt ihren Willen. Sie wird sie an den Marktständen verkaufen, während sich die Schöpfung auflöst. Diese kurzsichtige Gans. Fragst du schon ähnlich? Ich habe garantiert nicht seine Bücher gelesen. Und? Ja. Großer Phrastus! Meiner Meinung nach sind eure Bücher einer schwerenden Eiterbeule auf dem Prängel eines Trolls bei weitem überlegen. Einen schönen Tag wünsche ich. Tja,
Ja, na, herzlichen Glückwunsch aber auch. Ja, ich wollte aber eigentlich mit einem Händler reden, nicht mit irgendwelchen anderen Leuten. Stehen hier nicht irgendwelche Händler rum? Terwarumtausch. Was? Feuerstelle? Hauptmann, ne? Färbertisch. Ist ja auch verwirrend hier mit diesem Gegner, wenn ich jetzt richtig? Ja. Sowieso eine Sackgasse. Also, so, hier vorne sind dann anscheinend die Monsterjäger. Ah, mit Rahnenrang 15. Geht's euch also zu gut oder was? So, bist du hier irgendwie Großkassettenhändlerin? Es muss da einen tieferen Grund für diese dädrische Invasion geben. Ja, macht dir doch wohl keine Sorgen. Also, reparieren. Oh, ja, tatsächlich. Unauslotbare, größere, reaktive Rüstungskassette. Achso, hier kann man Sachen für Dings kaufen oder was. Na gut, ich kann nicht aber trotzdem Sachen verkaufen, das ist ja das Wichtigste. Hier kannst du, das gab's in Guild Wars auch, dass diese lustigen Punkte, die du... Wie, ich kann Knochen tot nicht verkaufen. Aber Riesenfreund kann ich verkaufen. Warte mal, hier, das Set der Sonnenseite soll ich behalten, ne? Das Set Gegenstände. Das habe ich immer noch nicht. Das könnte ich immer auf den Gildenmarkt packen, wa? Das ganze Zeug hier. Was ist das denn? Mantel des Roten Berges? Ist das was wert, Sandra? Kann das was? Irgendwie so ein komisches Mantel des Roten Berges Set? Ist das was wert? Wahrscheinlich nicht, oder? Rein, Krabbler. Was ist das denn? Das ging schon einzigartig. Och, das sammelt sich schon wieder alles an hier, der ganze Mist. Wie viel Geld ich mittlerweile habe. Und ich habe mir früher noch Sorgen gemacht um Geld. Völlig unbegründet war das. So, wir können loslegen, glaube ich. Großrüstungsmacherin, Rüstungsmacherin. Ah, wir haben ein Krötchen. Crap, okay. Warum haben sie es so sehr? Und weg damit, was ist das Ding? Wenn das Mist ist, dann ist das Mist. So, warte mal, können wir noch endlich lange besuchen den Hocker bauen. Nein, ich möchte nicht den Hocker bauen, Iverstadt. Nein, möchte ich auch nicht. Nein, nein. Hä? Hatte ich hier nicht mal eine Quest? Ich hatte hier doch meiner Meinung nach mal eine Quest. Wo ist denn die hin? Also da vorne ist auf jeden Fall einer, aber hä? Ach so, das war schon meine Quest, mit dir zu sprechen. Jetzt muss ich hier nochmal vorne nochmal mit den Leuten lauten. Nee, warte mal, das ist nur ein Anschlagebrett, oder? Das ist doch einfach nur... Der Schriftführer der Allianz und die Befehle des Generals wurden hier angeschlagen. Die Kundschaftsadel lesen. Auf den Befehl des Generals, Kundschafter wird hiermit vorhin die Sammelpunkte machen. Ja, okay. Das ist sicher. Aha. Ja, ist ja auch nicht so interessant, oder? Sandra, ich hatte doch hier gerade irgendeine Quest von der komischen Klinge des Drachen. Was ist denn aus dem Ding geworden? Eigentlich kann ich prinzipiell... Den Schriftführer des Bruders Monarch bald... Den Arena-Bezirk, jo. Oder echt. Alter, wie groß ist denn. Alter, wie groß ist denn die Kanalisation? Die ist ja riesig. Wow. Was machen wir jetzt? Ich bin gerade minimal verwirrt, was wir jetzt eigentlich machen. Also außer erkunde den Arena-Bezirk. Ich renne jetzt einfach mal hinterher. Ja. Achso, das ist der Bankier. Na gut, das ist hier. Im Bankfach kann ich persönlich nicht so viel machen, ja. Das ist natürlich. Was das ja für ein riesengroßes Lager ist, was hier. Zeug ablegen? Habe ich doch schon. Also, ja, gerne. Ich kann natürlich gerne noch mehr Zeug ablegen, aber. Habe ich schon. Das ist, Ich werde auf alles gut. Aber prinzipiell. Weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, sowieso keinen Platz mehr in meinem Bankfach. Insofern ist das ziemlicher Quatsch, um was abzulegen. Also, weiß ich nicht. Noch einen Tod muss ich anscheinend noch loswerden, aber ansonsten. Das sammelt sich auch alles nur an, der ganze Mist hier, ne? Das ist richtig. Oh, mein Bankfach ist voll. Naja, was soll's. Mann. Was? Ist das die hier rum? Ja, Matt, ja gut. Ich kann ja leider nicht helfen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich renne einfach mal Sandra hinterher, mal gucken, was hier vorschlägt. Er verkauft dann den Adel. Das ist ja auch sehr nett. Und jetzt? Achso, das sind hier die einzelnen Bezirke oder was, die Zugänge? Achso. Warte mal, gehen wir mal. Es gibt den Arena-Bezirk, okay. Apiriturum. Tempelbezirk. Was passiert, wenn ich jetzt einfach in irgendeinen Bezirk gehe? Ich bin jetzt hier gerade im Herzen Syrodys liegt die Kaiserstadt. Dort ringen drei Allianzen und die irdischen Herren untereinander um die Kontrolle über den Weißgoldturm. Die Kaiserstadt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich wette, das war nicht die beste, gleich direkt in den Tempelbezirk zu laufen. Weil ich ahne schon, dass das irgendwie das... Dass es da eine gewisse Reihenfolge gibt. Oder hier gleich böse Spieler lauern, die mich gleich mit Dreischlag umhauen. Weil prinzipiell ist die Stadt ja umkämpft.
Das ist ja nicht auch gut. Du kämpfst in der Stadt um die Stadt. Das ist, bei solchen Konflikten, da geht doch die Stadt, während du darum kämpfst, eigentlich kaputt, oder? Wir sollten den Bezirk nehmen, wo du die Quest hast. Ah, das ist jetzt auch von. Hey, mir. Was? Mir folgt die geile Muschi, das ist ja toll. Keine Reihenfolge, okay, gut. Okay, ich sollte also doch das Ding nehmen. Nun gut, Ignatius. Wohin haben sie euch gebracht? Okay, dann gehen wir mal das andere. Also, sie sitzt anscheinend in jedem Bezirk, egal wo ich hinlaufe. Das ist natürlich sehr interessant. Das ist, also, der Drache der Klinge wartet also in jedem Ding. Na gut, dann gehen wir halt dahin, wo ich hin soll, zum Reden und keine Reihenfolge. Dann gehen wir einmal zum Arena-Bezirk und gucken mal, was daraus wird. Ah, ja. Vor 5 Minuten war das? Das wurde jetzt erst angezeigt? Das ist aber ganz schön langsam. Naja. Donation Alert. Von jetzt seht das wieder so ewig. Ah, ich hätte gleich das richtige Ding machen sollen. Naja. Am besten ist die Musik mal was anderes und schön dramatisch. Dann gehen wir halt als erstes mal in den Arena-Bezug und gucken, was da los ist. Ja, der Arena-Bezug ist, glaube ich, irgendeine so eine dumme Sammelquest. Also das, oder irgendwas sichern, bla, irgendwas auf jeden Fall nichts Interessantes, glaube ich. Zumindest nicht doll sicher. So, Arena können wir zu zweit nicht machen. Ah! Das sagst du jetzt, wo ich hier wieder runter bin, oder was? Ach. Okay, ich brauche also mehr Leute, die mir folgen. Dann gehen wir jetzt mal in den Gedenkbezirk und da braucht man ab 8 Leute eher mehr. Ach du Scheiße. Ja, frag mal andersrum, was kann man überhaupt zu zweit machen? Geht da überhaupt was? Ich sehe schon, die Kaiserstadt ist late game. Vor allem mit 8 Leuten, das ist dann, glaube ich, auch schwierig mit Chat zu koordinieren, ne? Das ist so zweit. Aber zu 4 ging das auch noch ganz gut. Ach, Arboretorium. Gut, dann gehen wir zum Arboretorium, nachdem ich jetzt. Ich sollte vielleicht einfach nicht immer so ungeduldig und was anklicken, sondern einfach mal abwarten, ne? Das war jetzt auch ziemlich unklug von mir, dass ich jetzt. Wo bin ich gerade hin? Das war ja nicht egal, wo ich hin bin. Weil ich sowieso gleich wieder zurückgehe. Haben wir es denn bald? Warum sind die Ladezeiten in dieser Kaiserstadt eigentlich so ewig lang? Aha. Ja, egal. Gut, dann gehen wir nochmal wieder runter. Und gehen danach in den das ist gar kein Turm, das ist ein wie will ich das vor? Arboretum. Ach, was? Arboretum. Arboretum, ja. Laden wir wieder Ewigkeiten. Na gut, dass wir jetzt die Hälfte der Folge nur Ladebildschirme gesehen haben. Die langen Ladebildschirme sind hier immer so lang. Das ist auf jeden Fall nur minimal lang nervig. Dass die langen Ladebildschirme lang sind. Mann. Warten. Aber dann können wir zumindest was erleben, wenn wir jetzt endlich mal am richtigen Ort rauskommen. Passiert vielleicht endlich mal was. So. Wo ist denn das Arboretum? Da ist es ja schon. First try. Ha! Und wieder ein Ladebildschirm. 30 Meter gelaufen, Ladebildschirm. Ach ja. Ja, ich sollte mir vielleicht irgendwie so ein Witzebuch bereitlegen, oder? Für so eine Situation wie diese hier. Wenn ich mal wieder der Meinung bin, ich müsste durch 6 Ladebildschirme laufen, bis ich mal was erleben möchte. Alter. Ah, wir sind da. So. Warum schneit das hier eigentlich so? Da oben ist das. Oder ist die Dolme doch ein bisschen größer? Ich glaube, die Dolme ist doch größer als. Weil was würde denn jetzt passieren, wenn die Dolme jetzt einfach runtergehen würde, den Turm komplett verschlucken würde? So warum lesen Leute solchen Schund? Oh, ich komme hier gar nicht wieder hoch, oder? Wenn ich hier einmal runtergehe? Na gut, hallo, Drache der Klingen. Er näherte sich ihr mit seinem. Oh. Nun, das ist wirklich anschaulich beschrieben. Mara sei uns gnädig. Was für eine Papierverschwendung. Was liest du da? Der Stock und das es ist eine ausgedachte Geschichte. Nutzlos. Aber es ist Teil unseres Erbes. Wir müssen dafür sorgen, dass es sicher ist. Die Daedra haben jedes Buch verbrannt, was sie finden konnten. Alle bis auf eines. Es ist eine Art Foliant und sicher verwahrt. Und was steht da immer nach in diesem tollen Buch, das nicht verbrannt wurde? Ich habe keine Ahnung, aber es muss wichtig sein. Ich habe versucht, Sergianus, den Oberarchivar, zu überzeugen, es für mich rauszuschmuggeln.
Doch er hat es wohl vermasselt und wurde gefangen genommen. Zweifelsohne muss er gerettet werden. Doch fangt erst mit dem Buch an. Es ist in einer Schatulle in der Nähe. Ja, mal gucken, was wir da machen können. Okay, sucht bei einer schlagenden Dedra nach einer schwarzen Eisenschlüssel. Leute, mal los. Kann ich hier runter? Nee, wie komme ich denn hier wieder hoch, wenn ich hier einmal runterfalle? Die Dralagonische Maiten, die hat... Ihr habt Halleck daran gehindert, das Portal ins Reich des Vergessens zu öffnen. Veteranenrang 16 Flammenmatronare. Ich glaube, ich bin hier falsch. ich glaube, ich bereue das bitterlich. Aber wie lange willst du denn da leveln bis hier? Ich krieg doch nichts tot, oder? Ich kann ja mal ganz schüchtern versuchen, hier mal... den Pavillon in der Mitte gibt es wohl in Oblivion schon. Das Ding, ja, ich glaube schon. Okay, wir versuchen mal hier ganz dreist und kühne Schatten anzugreifen. Okay, jetzt hab ich zurück dann durch die Kanalisation. Ach so. Obwohl, eigentlich so ein kühne Schatten, der hat auch nur 66.000 Lebenspunkte. Das müsste ich ja nicht tot kriegen, solange ich geheilt werde, oder? Ich krieg Veteranenrang 16. Also ich kämpfe da dran mit. Nee, jetzt damage hier mach ich alle. Erlange ich den anderen da nicht noch, den Deathwars, der da, oder was auch immer da hinten rumsteht, nicht pulle und geheilt werde, das ist alles gar kein Problem. Und vor allem, ich werde hier, glaube ich, gerade vom Nahkämpfer gehauen und ignoriere den komplett. Naja, gut, dass ich geheilt werde, wa? Aber ich sollte mich vielleicht ein bisschen beeilen, bevor Sandra das Mana ausgeht, ne? Im Laufschritt! Nein, nicht zu weit zurück! Wenn ich den anderen Busch nach hinten pulle, wird das hier ganz doll traurig. Das macht die am meisten Schaden auf meine. Machen wir mal einen Dot drauf? Aber kann man die D3 nicht umwerfen? Das andere macht schon ein bisschen mehr Schaden. Na gut, mit Level 15, mit Veteranenrang 15 geht das wahrscheinlich auch. So, super, wir erschlagen die dann noch einen schwarzen Eisenschlüssel. Ja gut, das ist, leider haben diese erschlagen die drei leider keinen Eisenschlüssel. Da hinten in Deathwars möchte ich auf jeden Fall nicht pullen. Aus den roten Flächen raus. Ja, dann versuchen wir hier mal den Yubika-Ausnehmer auseinanderzunehmen. Solange Sandra Schaden macht, geht das hier super. Oh Mann, ich fühle mich gerade so gecarried hier. Das ist so. Oh Mann. Der hat auch keinen Schlüssel bei, verdammt. Vor allem muss ich hier mega aufpassen, dass ich nicht zu viele Gegner... Oh, was? Altens. Malygda sollte ich schon mal nicht angreifen, das ist... Moment, ja. Malygda sollte ich auf keinen Fall angreifen, glaube ich, das ist... drei rote Balken, Veteranenrang 16 ist vielleicht nicht die beste Idee. Ach so, warte mal, kann das sein? Das große Vieh in der Mitte ist, dachte ich mir schon, ja. Ich nehme an, den Zonenboss greift man dann mit einer guten 20-Mann-Gruppe an oder wie, was auch immer die Maximalanzahl ist. Also gucken wir mal, ob wir hier noch eine kleinere Gruppe finden. Oder vielleicht doch den Deathwars. Ist der Deathwars alleine? Ich glaube, der Deathwars ist alleine. Können wir den doch angreifen. Boah. Ja, verdammt. So wird zum Thema, der Deathwars ist alleine. Ha! Nix ist der. Ja, das ist... Es fällt schon auf, dass mir ein bisschen der Schaden fehlt für diesen Abschnitt hier. Das macht ja nicht viel, wenn man das hier macht. Ja, 5000, das ist jetzt auch nicht so der... Hey, ein Eisenrüstungsfetzen. Dedrischer Rüstung. 60 von ihnen gewähren den Zugang zu einer versteckten Trophäenkammer in der Stadt. Okay. Questfile? Der Questfile sagt, dass das hier ein riesengroßes... Achso, der Questfile sagt, dass in der Mitte das Ding ist. Ja, gut. Was ist denn das hier? Hä? Noch ein größerer Deathwars? Der Questfall sagt, wir sollen zum Pavillon laufen. Dann machen wir das mal kurz. Am besten ohne gesehen zu werden. Ja, das Problem ist auch, dass alle dummen Dedra auch Feuer benutzen, ne? Wo bist du in der Mitte? Ja, die werden davor. Aua! Oh. Ah, ich sehe schon, dass die Kaiserstadt ist hier. Das wird nicht einfach. Also allein hätte ich hier auf keinen Fall eine Chance gehabt. Ich müsste doch mal die Vierergruppe zusammenkriegen, die wir beim letzten Mal hatten. Wer war denn dabei? Felix Leo, glaube ich. Wer war denn der andere? Ich muss hier nochmal gucken, so, wo ich jetzt hier... Da vorne ist das. Wo ist denn...
Seskanara, die Kautarisiererin. Könntest du bitte aufhören, dich zu heilen? Du kriegst dich nie tot, wenn du dich anderen selber heilst. Ich glaube, Sanara will auch aufgeben, dass es mich nur zu heilen und zu warten, bis ich die Gegner tot mache, weil es einfach viel zu lange dauert. Das ist ja unfair. Gegner, die man nicht unterbrechen kann, wenn sie sich selber heilen. Was ist das denn? Es ist ja mega unfair. Ich kann das nicht unterbrechen. Hä? Hä? Warte mal. Warum kann sie denn trotzdem zaubern? WTF? Ich raff das nicht. Sag mal, was macht dieses dumme Feld überhaupt? Ich denke, das verhindert auf jeden Fall, dass Magie angewendet werden kann in seiner Mitte. Und jetzt kann die trotzdem zaubern? Hä, wie unfair ist das denn? Dieses komische Magiefeld ist doch total sinnlos, denn... Ah, das ist übrigens der schwarze Eisenschlüssel. Und hier ist das versteckte General. Das ist ja schön. Dieses Buch wurde bei den Dedra gefunden, doch in ihm steht unverständliches Kauderwelsch. Rettet den Oberarchivar. Wo ist denn der Oberarchivar? Da vorne. Kommen wir da irgendwie hin, ohne sich die 10 Millionen Dedra durchzukämpfen? Trotzdem verstehe ich dieses Magie-Negitationsfeld nicht. Nicht das Archiv! Das sind Jahrhunderte von Geschichte auf diesen Seiten! Das macht für mich nicht so viel Sinn, das Ding, wenn das denn doch nicht die Magie unterbricht. Also das ist... Ich habe eigentlich sehr gehofft, dass ich diesen Safe hier von ihm zumindest wegmachen kann. Oh, sein Schicksal steht schon relativ fest. Ihr Monster! Sterblichen versagen, oh, weil sie schwach sind. Vielen Dank. Ihr müsst dieses Stadt Buch zum Drachen bringen. Ich war in der Lage, den Inhalt magisch zu verschlüsseln. Findet die Chiffrin. Es sollte 4 von ihnen geben. Bringt sie zu mir ins Archiv östlich von hier. Dann benutze ich sie, um das Buch zu übersetzen. Beeilt euch! Aha. Na gut, dann lass uns mal schleichen hier. Nun gut. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wenn es nämlich das ist online. Ich wünsche euch was Schönes. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.